Namaste, ich bin Agustina von Yoga Raum Rocking. Ich sitze hier in der Außenbereich. Die Jungs waren schon ganz fleißig und haben Routen für euch geschnappt. Und ja, das Thema für heute, für Bowler und auch für Yogis, ist Hüftöffnung. Das ist auch sehr, sehr wichtig, weil die Hüfte ist das Zentrum deines Körpers und ist deine Beweglichkeit. Ja? Und beim Bouldern, es ist auch ganz wichtig, wenn dein Po nah an die Wand bleiben muss oder du musst hoch eintreten und aufhocken. Also, wir fangen schon an mit unserer Praxis. Komm in Kindhaltung, also deine Knie sind mattebreit auseinander, ungefähr so 60 cm auseinander. Deine großen Zehen berühren sich, dein Po ist ganz locker auf deine Ferse und wandere mit deinen Händen nach vorne. Bring deine Stirn auf die Matte und wir nehmen hier ein paar Atemzüge. Atme tief ein durch die Nase und aus. Einatmen und ausatmen und atme weiter in deinem Rhythmus. Aber jede Atemzug ist tief, bewusst und langsam. Ich spüre, wie mit jedem Ausatmen deine Hüfte entspannt sich, dein Brustbein geht tiefer Richtung Boden. Spüre auch den sanften Druck in deine Hüfte, deine sanfte Hüftöffnung. Und entspanne auch hier deine Unterkiefer. Lass alles los. Und noch ein paar Atemzüge hier. Einmal tief einatmen und ausatmen. Und langsam, langsam, komm nach oben, komm auf alle vier. Bring deine Hände schulterbreit auseinander. Deine Finger sind gespreizt, deine Zeigefinger sind nach vorne. Deine Knie sind hüftbreit auseinander, ganz genau. Unter die Hüfte, aktiviere hier auch die Mitte von deinem Körper, dein Bauchnabel nach innen, deine untere Rücken ist lang, deine Arme sind lang, rotiere deine Schultern nach außen, Ellbogen nach hinten, so öffnest du auch deinen Brustkorb und atme hier tief ein und aus. Und jetzt bring deine linke Knie Richtung Ellbogen und nach außen und mach große Kreise mit deinem linken Bein Richtung Ellbogen, nach außen, hinten und wieder in der Mitte. Noch ein paar Mal. Lass deine Arme lang. Spüre die Rotation in deine Hüfte. Und verbinde deine Bewegung mit deinem Atem. Und wechsle die Richtung. Deine Knie jetzt von der Mitte nach hinten, außen und Richtung Ellbogen oder Schulter. Und noch ein paar Mal. Gut. Und die nächste Mal, dass dein Bein an der Seite ist, bleib da. Flex deinen Fuß, flex deine Knie, 90 Grad im Fuß, Knie und auch deine Hüfte. Und du kannst hier bleiben, wenn du weitergehen willst. Gerne streck deine rechte Arm an der Seite, beuge auch deine Ellbogen und deine Handfläche zieht Richtung Boden und atme hier tief ein und aus und halte hier mit Vollkraft. Spüre auch die Kraft in deine linke Pobacken und atme tief ein und aus. Jetzt kannst du gerne auch dein Bein strecken und deinen Arm strecken. Öffne dich hier. Bring mehr Gewicht auf deine linke Hand. Tief ein und aus. Langsam rechte Hand auf den Boden. Deine linke Fuß auch auf dem Boden. Dein Fuß ist parallel zu der Matte. Und tief ein und aus. Atme hier. Wandere jetzt mit beiden Händen Richtung linke Fuß.
Tempo. Bleib immer in einer Linie mit deinen Knie. Und streck die Arme. Bring deinen Kopf und deine Stirn tief Richtung Boden. Wenn du kannst, vielleicht kannst du deinen linken Fuß greifen. Tief einatmen und ausatmen. Spüre die Dehnung in der inneren Seite deines linken Beins. Und atme noch einmal tief ein und aus. Einatmen, komm in die Mitte. Komm noch einmal auf alle vier. Lass deinen Bauch einmal hängen für eine schöne Rückbeuge. Über deine Brust, mein Blick heben. Wieder ausatmen, runde Rücken, Bauchnabel nach innen. Blick Richtung Bauchnabel. Und komm noch einmal hin in eine neutrale Position. Jetzt fangen wir mit dem anderen Bein, rechte Bein, große Kreise. Also rechte Knie Richtung rechte Ellbogen, nach außen, hinten und wieder in der Mitte. Verbinde deine Bewegung mit deiner Atmung. Lass deine Arme lang, lass deine Schulter parallel zum Boden. Und spüre die Rotation in deine rechte Hüfte. Noch ein paar Male. Sehr gut. Und wechsel die Richtung. Deine rechte Knie nach hinten, Seite Richtung rechte Ellbogen und innen. Bleib mit langen Armen. Bleib stark auch. Deine Hände. Gut. Und die nächste Mal, dass dein Bein an der Seite ist. Bleib da, flex deine Knie, flex deinen Fuß, alles 90 Grad und hier gerne bring mehr Gewicht auf deine rechte Hand und eben deine linke Arm, flex auch hier deine Ellbogen und halte hier tief ein und aus. Eben noch ein bisschen mehr deine rechte Bein, du bist stark auch in der Mitte von deinem Körper. Drück deine rechte Hand fest auf die Matte, rechte Arm lang. Und hier gerne kannst du deine rechte Bein strecken, linke Arm strecken, tief ein und aus. Noch ein tief Atemzug hier. Und bring deinen rechten Fuß auf den Boden, deine linke Hand auch auf den Boden. Atme hier ganz tief ein, langer Rücken und aus. Und jetzt langsam, langsam wandern mit beiden Händen Richtung rechter Fuß. Bring deine Stirn Richtung Matte. Und ich spüre auch hier vielleicht die Dehnung auch in der inneren Seite von deinem rechten Bein, vielleicht Rückseite von deinem rechten Bein. Aber auch in deine linke Flanke. Vielleicht schaffst du hier nach Flexibilität deinen Fuß zu greifen. Und tief ein und aus. Schöne Dehnung hier bis zu deiner linken Schulter und Schulterblätter. Noch einmal tief ein und aus. Und komm langsam in der Mitte. Komm auf alle vier. Hier stelle deine Zehen auf und bring der Po nach oben in der Hüfte. Hände bleiben schulterbreit auseinander, Füße hufbreit auseinander, also zwei Fäuste auseinander. Versuch mal hier, versuch mal deine Ferse Richtung Matte zu bringen. Hier kannst du gerne auch Knie beugen, dass deine Sitzhocker Richtung Himmel sind. Und tief ein und ausatmen hier. Mit der nächsten Einatmung, rechte Bein nach oben, hinten und wieder aus. Atmen deine rechte Knie Richtung rechte Schulter oder vielleicht Ellbogen. Einatmen, streck dich lang. Ausatmen, Knie zur Schulter. Einatmen, streck dich lang. Ausatmen, Knie zur Schulter. Einatmen, streck dich lang und bleib hier. Tief ein und ausatmen. Jetzt beuge dein rechtes Knie. Bring deinen rechten Fuß der linken Seite Richtung Boden. Eben dein rechtes Knie. Öffne dich hier und halte. Und versuche mal, dass deine Schulter parallel zum Boden bleiben. Bring mehr Gewicht auf
deine rechte Hand und öffne hier deine Hüfte tief ein und aus. Jetzt bring deine Hüfte parallel zum Boden, streck noch einmal dein rechtes Bein, schau nach vorne und bring deinen rechten Fuß in die äußere Seite deiner rechten Hand, deinen linken Fuß in die äußere Seite deiner linken Hand und komm ganz tief in die Hocke. Bring hier die Hände vor den Hals und drück deine Ellbogen in der inneren Seite deiner Knie, die Hände vor den Hals und lass los mit dir aus. Einatmen hier und ausatmen. Deine Unterarme sind in einer Linie parallel zum Boden. Die Füße sind nach außen. Tief ein und aus. Das ist die beste Übung, um deine Hüfte zu öffnen. Und jetzt streck deine Hände und streck deine linke Arm an die Seite. Bring deine linke Hand auf die Matte. Atme tief ein, wieder aus. Atme, streck deine rechte Arm nach oben und schau Richtung rechte Daumen in dein Twist. Tief ein und du kannst hier bleiben. Wenn du weiter gehen willst, kannst du gerne deine linke Hand hinter deinen Rücken bringen und mit deiner rechten Hand hier deine Hocke binden. Tief ein und aus. Einatmen. Komm noch einmal in die Mitte. Bring beide Hände auf die Matte und bring beide Füße nach hinten, der Po nach oben in der Hocke. Einmal beide Schultern nach vorne ins Brett und halte hier tief ein und aus. Einatmen hier. Ausatmen, der Po nach oben in der Hüfte. Atme hier ganz tief ein und bring deine rechte Bein nach oben hinten, deine rechte Fuß nach vorne zwischen deine Hände und bring deine linke Knie auf die Matte. Tief ein, atme, lange Rücken, über dein Brustbein, Schulter weg vom Kopf und wieder aus. Atme, wir gehen in den halben Spagat, bring dein Po auf deine linke Knie, streck deine rechte Bein, gerne flex dein Fuß, deine Zehen, zieh nach oben, tief einatmen, lange Rücken und ausatmen hier. Wenn du das brauchst, vielleicht bring deine Hände auf Block oder auf etwas, dass du ganz hier mit langem Rücken bleibst. Wir gehen ein bisschen dynamisch in Bewegung mit der rechten einatmen. Beuge deine rechte Knie und senke deine Becken Richtung Matte. Immer mit langer Rücken wieder ausatmen. In der halben Spagat nach hinten. Einatmen. Und ausatmen. Einatmen. Und ausatmen. Bleibe. Noch einmal tief einatmen. Langer Rücken. Wieder ausatmen. Beuge dich nach vorne. Und spüre, wie die Dehnung in der Rückseite deiner rechten Bein ganz intensiv wird. Deine Nase und Stirn Richtung rechte Unterschenkel. Und weiter, atmen tief ein und aus. Wieder rechte ein. Komm nach oben, beuge deine rechte Knie. Bring beide Hände in der inneren Seite deiner rechten Fuß, wandere mit deinem rechten Fuß nach hinten. Tief einatmen hier und ausatmen, senke deine Becken Richtung Matte. Hier komm auf die äußere Kante deine rechte Fuß und deine Knie, fall nach außen und atme tief ein und aus. Gerne kannst du mit deinen Händen auch nach vorne wandern. Und vielleicht schaffst du heute und in diese Seite beide Unterarme auf den Boden zu bringen. Hier öffne deine Hüfte, entspanne beide Beine, deine Hüfte, entspanne auch dein Unterkiefer und atme weiter tief ein und aus. Und noch ein paar Atemzüge hier
Kommst du zu deinen Atem, tief, langsam, unbewusst. Ne spüre und genieße die Dehnung in deine Hüfte, rechte Seite. Gut. Mit der nächsten Einatmung komm nach oben. Und jetzt bring Folge mich auf deine linke Hand. Bring deine rechte Hand auf deine rechte Knie. Atme hier ganz tief ein und aus. Atmen, dreh deinen Blick über die linke Schulter nach hinten und atme weiter. Und komm zurück in den Mitte. Bring beide Hände auf die Matte. Stelle von deinem linken Fuß deine Zehen auf, linke Knie weg von Matte. Und bring mit der nächsten Einatmen deine rechte Wange nach oben, hinten, in den dreibeinigen Hund. Und bring deinen rechten Fuß Richtung Matte und du bist hier in der unterschauender Hund. Mit der nächsten Einatmen bring die Schultern nach vorne ins Brett. Bleib hier, starke Körpermitte, tief ein und aus. Und mit der rechten ausatmen, der Po nach oben in der Hund. Von der anderen Seite atme tief ein und bring deine linke Wange nach oben hinten. Mit der rechten ausatmen, deine linke Knie Richtung linke Schulter. Gut, einatmen, streck dich hier ganz lang. Ausatmen, Knie zur Schulter. Einatmen, streck dich lang. Ausatmen, Knie zur Schulter, einatmen, streck dich lang und bleib hier. Beuge jetzt deine linke Knie nach oben, deinen Fuß Richtung Boden, öffne hier deine Hüfte, deine linke Knie oder deine linke Hüfte ist auf deine rechte und bleib hier tief ein und bring deine Schultern parallel zum Boden. Und jetzt streck deine linke Bein, bring deine Hüfte parallel zum Matte, zum Boden. Schau zwischen deine Hände, deinen linken Fuß, in der äußeren Seite deine linke Hand und deinen rechten Fuß in der äußeren Seite deinen rechten Hand. Komm hier tief in den Hocke, bring die Hände vor den Herz. Und drück hier in der inneren Seite beide Knie. Deine Füße und deine Knie sind in dieselbe Richtung. Dein Rücken ist lang, eben ein Großbein, Schulter tief. Und bleib hier ein paar Atemzüge. Tief ein und aus. Und in jede Ausatmen, senke dein Po noch tiefer. Dein Twist, löst deine rechte Hand, streck deine rechte Arm an die Seite, tief einatmen, deine rechte Hand fest auf dem Boden mit der rechten Ausatmen, linke Arm nach oben und der Blick voll deine linke Daumen. Tief ein- und ausatmen hier. Noch einmal tief einatmen und ausatmen. Gerne hier deine Variation. Binde deine Hände hinter deinen Rücken und weiter atmen. Eine schöne Twist. Genieße deine Hüftöffnung. Und langsam, langsam komm in die Mitte. Bring die Hände auf die Matte und komm mit beiden Füße nach hinten ins Prozess, tief ein und aus. Einatmen hier, wieder ausatmen, dein Po nach oben, in nach unten schauender Hund. Mit der rechten Einatmen, linke Bein nach oben, hinten, streck dich hier ganz lang und bring jetzt deine linke Fuß nach vorne zwischen deine Hände. Rechte Knie auf die Matte,
Ein Atmen hier, lang gerocken. Und wieder aus, atmen deine Becken Richtung Matte. Für die halbe Spagat, atme tief an. Wieder aus, atmen, streck deine linke Bein, dein Po auf deine rechte Knie. Tief ein, atmen hier lang Rücken und aus, atmen, bleib hier. Und guck mal auch hier deine Variation, vielleicht deine Hände auf Block oder auf etwas, das du da hast. Und atme weiter, tief ein und aus. Spüre die Dehnung, Rückseite, dein linkes Bein. Und wir machen jetzt diese Übung dynamisch mit der rechten ein, atmen, beuge deine linke Knie. Senke deine Becken Richtung Matte. Aus, atmen, streck deine linke Bein, bleib hier mit langer Rücken. Ein, atmen nach vorne. Aus, atmen nach hinten. Ein, atmen nach vorne. Aus, atmen nach hinten und bleib. Zuerst mit langer Rücken und mit der rechten ausatmen. Gerne mach deinen Rücken rund. Bring deine Nase und deine Stirn Richtung linkes Bein und atme weiter tief ein und aus. Flexiere deinen linken Fuß, dass die Dehnung noch intensiver wird. Tief ein und aus. Noch einmal einatmen und ausatmen. Mit der nächsten einatmen, komm in die Außenposition, beuge deine linke Knie, deine Hände in der innere Seite, deine linke Fuß und deine linke Fuß wandert an die Seite. Atme hier tief ein und senke deine Becken nach unten. Bring jetzt deine linke Fuß auf die äußere Kante, deine linke Knie fällt auch zu der linken Seite und atme hier tief ein und aus. Wenn du weiter gehen willst, wandern die beiden Hände nach vorne und vielleicht schaffst du deine Unterarme auf den Boden zu bringen und bleib hier ein paar Atemzüge. Gerne schließ deine Augen. Entspanne dein Unterkiefer und atme tief ein und aus. Bring deine volle Aufmerksamkeit in deine Hüfte und lass alles los. Mit der nächsten Einatmen, komm nach oben. Bring deine linke Hand auf deine linke Knie und drück ganz sanft deine Knie nach unten. Tief einatmen hier, wieder ausatmen, dreh über die rechte Schulter nach hinten, schau Richtung rechte Fuß und atme weiter. Und langsam der Blick nach vorne, beide Hände auf die Matte. Stelle deine Zehen auf, rechte Knie weg vom Boden und ganz elegant deine linke Bein nach oben, hinten in der dreibeinige Hund und komm in der Hund. Tief einatmen hier und ausatmen. Mit der nächsten Einatmen komm mit der Schulter nach vorne ins Brett und mit der nächsten ausatmen, der Po nach oben in der Hund. Schau zwischen deine Hände, du kannst laufen oder nach vorne springen. Lange Rücken bei Lande, ausatmen, vorbeuge. Beuge deine Knie, streck die Arme, komm nach oben und senke beide. Bring hier deine Füße zusammen, deine großen Zehen beruhen sich. Und du hast zwei, drei Finger zwischen deine Ferse, so sind deine Füße parallel zueinander. Und beuge beide Knie, bring deine rechte Fußgelenk auf deine linke Knie und bring hier die Hände von den Herz. Tief einatmen und mit jeder Ausatmen kommst du tiefer mit der Po nach unten. Hier ganz, ganz wichtig, deine rechte Fuß ist geflext.
Und die äußere Kante von deinem Fuß geht Richtung Knie. So ist deine Knie stabil und du schützt deine Kniegelenke und die Dehnung kommt von deiner Hüfte und belastet nicht deine Knie. Atme tief ein und aus. Einatmen, ausatmen. Kommst du noch tiefer? Vielleicht schaffst du deine Unterarme auf deine rechte Unterschenkel zu bringen. Bring deine rechte Knie noch nach unten. Spüre die Dehnung in deine rechte Pobacke. Tief ein und aus. Einatmen, ausatmen. Noch ein bisschen tiefer und langsam, langsam. Über deinen Oberkörper, löse deine rechte Bein wieder ein bisschen Balance. Streck deine rechte Bein an die Seite. Und jetzt bring deine rechte Bein nach hinten, hinter dein linkes Bein. Dein Fuß ganz weg von dir. Wenn dein Fuß der Boden berührt, du kannst hier bleiben und dein Po senken. Dreh deinen Körper zu der linken Seite. Oder du kannst auch gerne mit deinem Fuß noch weiter laufen zu der linken Seite. Tief ein und aus. Wir drehen unsere Hüfte in jede Richtung. Und langsam, langsam komm zurück. Bring deinen rechten Fuß weg von dir. Rechte Seite. Öffne auch deine linke Bein an die Seite. Bring beide Füße parallel zueinander. Atme tief ein, bring beide Arme nach oben. Deine Oberschenkel sind aktiv. Und mit der rechten ausatmen. Beuge dich nach vorne, bring beide Hände auf die Matte. Deine Rücken ist hier lang. Oberschenkel aktiv, der vordere Seite. Tief einatmen, hier wieder ausatmen. Beuge dich nach vorne. Nach Flexibilität kannst du mit deinen Händen nach hinten laufen. Wenn dein Kopf schon der Boden berührt, du kannst die Füße ein bisschen näher bringen und tief ein und aus. Gerne auch deine Knie sind hier gewollt, dass dein Rücken lang ist und atme weiter. Tief ein und aus. Wieder nächste einatmen. Eben den Blick, lange Arme und wieder ausatmen. Beugest du deine rechte Knie, deine linke Wand, bleib lang. Einatmen in die Mitte, ausatmen, beuge linke Knie, rechte Wand lang. Noch einmal jede Seite, einatmen, ausatmen, recht. Einatmen, ausatmen, links und bleib hier. Komm ganz tief auf deine linke Bein, gerne auf deine Zehenspitze. Und gehen deinen Fuß nach oben. Deine rechte Bein bleibt lang. Und du bist hier in der Hocke mit gestrecktem Bein. Und atme weiter. Wenn du der Balance hast, kannst du gerne die Hände vor den Herz bringen. Und atme hier tief ein und aus. Und das ist ganz genau die Position, das Herz, wenn du willst, als am Anfang der Stunde ich gesagt habe, hoch eintreten und aufhocken. Tief ein und aus. Und dein Becken bleibt ganz nah zum Boden und du wechselst die Beine, beuge deine rechte Knie. Komm gerne auf deine Zehenspitze, flex deinen linken Fuß, dein linke Bein ist lang. Wenn du ein bisschen mehr Balance brauchst, kannst du gerne die Hände auf den Boden bringen. Gut. Und jetzt bring beide Hände doch auf den Boden. Streck noch einmal beide Beine, die Füße bleiben parallel zueinander. Lange Arme und bring beide Füße in die Mitte mit kleinen Schritten. Mit langem Rücken streck deine Arme und komm nach. Senke beide Arme. Wir machen die andere Beine.
Bring deine Füße noch einmal zusammen. Große Zehen beruhen sich. Zwei, drei Finger zwischen deine Ferse. Dein Rücken ist lang, Schulter ist tief. Sind tief und entspanne noch einmal deine Unterkiefer. Bring Vollgewicht auf deine rechte Fuß. Bring deine linke Fußgelenke auf deine rechte Knie. Beuge deine rechte Knie. Und bring hier die Hände von den Herz. Flex deine linke Fuß, der äußere Kante Richtung Knie. So, Schutz zu, wie gesagt, deine linke Knie hier. Und du forderst die Hüftöffnung in deine linke Seite. Tief einatmen hier. Mit jeder Ausatmen komm so tief. Deine linke Knie in Richtung Boden, Fuß geflext, vergiss das nicht und atme weiter tief ein und such einen Punkt auch auf dem Boden für den Balance und mit jeder Ausatmung kommst du noch tiefer. Und langsam, langsam über deinen Oberkörper mit Balance streck deine linke Bein an der Seite und bring deine linke Bein hinter die rechte auf den Boden, rechte Seite. Der Außerkante von deinem linken Fuß ist auf die Matte. Atme tief ein, mit der Ausatmen, dreh deinen Körper zur rechten Seite. Deine rechte Hüfte nach hinten, links nach vorne. Du kannst hier bleiben oder langsam mit deinem linken Fuß in der rechte zu der rechten Seite wandern und atme tief ein und aus. Einatmen hier und ausatmen und langsam, langsam komm zurück. Bring deinen linken Fuß der linken Seite, deinen rechten Fuß noch ein Stück rechte Seite. Tief einatmen, beide Arme nach oben. Ausatmen, beide Hände auf die Matte. Bleib hier mit langer Rücken, mit der Ausatmen. Beuge deine linke Knie und streck dein rechtes Bein. Du hast schon diese Übung gemacht. Tief einatmen in der Mitte. Ausatmen, rechte Seite. Einatmen in der Mitte. Ausatmen, links. Bleib hier. Komm auf deine Zehenspitze. Streck noch einmal ganz bewusst dein rechtes Bein. Aktiviere dein rechtes Oberschenkel. Flex deinen rechten Fuß. Und hier kannst du gerne die Hände von den Herz tief ein und aus. Wenn du weiter gehen willst, wir können hier einen Twist bauen. Also, wie du schon in der Hocke gemacht hast, deine linke Arm gestreckt, linke Arm auf dem Boden, mit der Ausatmen, rechte Arm nach oben, Blick von deiner rechten Hand. Tief ein und aus. Hier kannst du auch gerne deine Hände binden, nach Flexibilität, hier ist auch ein bisschen Balance. Tief ein und aus. Und komm zurück, Schritt für Schritt. Bring beide Hände auf die Matte und wechsel die Seite. Beuge deine rechte Knie, deine linke Bein ist lang. Tief ein und aus. Hier bauen wir ein Twist. Rechte Arm gestreckt, rechte Hand auf die Matte. Wieder ausatmen. Deine linke Arm nach oben und weiter atmen. Tief ein. Und aus. Vergiss nicht deine linke Oberschenkel. Und wenn du weiter gehen willst, bring deine rechte Hand unter deine rechte Wand und greif beide Hände zusammen und schau nach oben und öffne hier auf deinen Brustkorb. Tief ein und aus. Atmen. Langsam, langsam, Schritt für Schritt zurück. Bring beide Hände auf die Matte und streck beide Beine. Bring die Füße noch einmal in die Mitte.
Und mit langem Rücken hier in der halben Vorbeuge. Ausatmen, beuge dich nach vorne. Einatmen, beuge deine Knie. Lange Rücken, streck die Arme. Komm nach oben und senke beide Arme. Einatmen, beide Arme nach oben. Ausatmen, beuge dich nach vorne. Hände fest auf die Matte. Laufe oder spring nach hinten ins Brett. Und bleib hier tief ein und aus. Einatmen, ausatmen, der Po nach oben in der Hund. Wir gehen jetzt in die Taube. Streck dein rechtes Bein nach oben hinter. Schau Richtung rechte Hand. Bring deine rechte Knie, nimm deine rechte Daumen, deine linke Fußgelenke. Hinter deine linke Handgelenke, bring deine linke Knie auf den Boden, Brustseite deine Fuß auf die Matte und komm nach unten. Schau mal nach hinten, dass dein Bein parallel zur Matte ist und atme hier tief ein und aus. Wichtig hier, dass deine Hüfte parallel zur Matte bleibt. Wenn du spürst, dass deine linke Hüfte ganz nach oben geht, versuch mal vielleicht etwas unter deine rechte Pobacke zu bringen. Und auch hier die Position von deinem Fuß ist wichtig, wenn dein Fuß, rechter Fuß, ganz näher zu deinem Becken ist, das ist einfacher. Wenn du ganz flexibel bist, kannst du vielleicht mit deinen Unterschenkeln nach vorne kommen, parallel zu deinem Atem. Atme hier ganz tief ein. Ebenen Brustbein, Schultern weg vom Kopf, wieder ausatmen, wandern mit beiden Händen nach vorne und lege deine Stirn auf die Matte oder auf einen Block. Vielleicht legst du auch hier auf deine Unterarme, das ist voll in Ordnung. Und tief ein- und ausatmen. Bleib hier. Entspanne deine Unterkiefer, entspanne deine Hüfte, insbesondere deine rechte Seite. Spüre die Dehnung in deine rechte Pobacken und lass los. Bleib hier noch ein paar Atemzüge. Versuch mal zurück zu deinem Atemrhythmus zu kommen. Und langsam, langsam. Komm zurück nach oben. Deine rechte Bein bleibt so. Und bring, wie du kannst, und hier so in so viele Schritte, wie du willst, deine linke Bein nach vorne. Greif hier deine linke Fuß mit deiner rechten Hand und deine linke Knie mit deiner linken Hand. Mach lange Rücken hier, flex deinen linken Fuß und atme weiter. Du kannst hier bleiben oder nach Flexibilität kannst du vielleicht deinen linken Fuß deine Ellbogen zu bringen, also deine Fußsohle in Kontakt mit deinen rechte Bizeps und kraft dein Bein wie ein Baby und atme tief ein und aus. Wichtig ist hier, dein Rücken ist lang, also keine runde Rücken, eben dein Brustbein Richtung Himmel, kreuz von deinem Kopf auf nach oben und atme weiter. Hier kannst du auch gerne sanfte Bewegungen machen mit deinen Knie recht und links. Versuch mal nur, deine linke Hüfte zu bewegen und immer mit langem Rücken tief ein und aus. Gut. Jetzt löse deine linke Fuß und greif deinen Fuß mit beiden Händen. Bring deine Knie unter deine Achselhöhlen. Deine Unterschenkel parallel zur Matte, einatmen, streck ein bisschen das Bein nach vorne, wieder ausatmen,
deine Knie nach hinten, deine Unterschenkel bleiben parallel zum Boden. Einatmen nach vorne, ausatmen, einatmen, ausatmen und einatmen. Bring deine Knie vor deinen Brustkorb und mit der Hälfte ausatmen. Versuch mal deine linke Bein zu strecken. Jetzt dein Fuß ist vor dein Gesicht. Gerne Knie gewollt. Wichtig ist, dass du spürst die Dehnung in der Rückseite deines linken Beins. Tief ein und aus. Lange Rücken hier. Schulter entspannen. Knie ist auch. Deine Unterkiefer ist auch entspannt. Gut. Und löse deinen linken Fuß. Bring jetzt beide Füße zusammen vor den Schmetterling. Beide Füße sind ganz nah zum Boden und greif jetzt die Füße mit beiden Händen. Deine Daumen ist auf deine Fußsohle und öffne hier deine Füße wie ein kleines Buch. Deine Knie wollen Richtung Matte. Du bist hier mit langer Rücken tief einatmen. Und mit der Ausatmen beuge dich nach vorne. Immer mit langer Rücken. Gerne kannst du mit deinen Ellbogen deine Knie sanft nach unten drücken. Und atme weiter tief ein und öffne hier auch deine Füße. Und noch ein paar Atemzüge hier. Tief ein und aus. Und komm langsam nach oben. Löse deine Füße. Überkreuz beide Beine, bring die Hände vor dir auf die Matte. Einatmen wieder aus, atmen, streck die Beine, komm wieder am Po nach oben und komm in das Brett. Gut. Tief ein und aus. Mit der Hälfte einatmen, mach dich hier ganz lang, auf neue Nacht, wieder mit ausatmen, der Po nach oben in der Hund. Wir machen dieselbe Sequenz. In der anderen Seite, mit der Hälfte einatmen, linke Bein nach oben, hinten, schau Richtung linke Hand, bring deine linke Knie, nimm deine linke Daumen, deine linke Fuß, hinter deine rechte Handgelenke und komm nach unten. Deine rechte Bein ist lang, schau mal, das ist parallel zum Matte. Die Hände sind jetzt auf dem Boden, an jeder Seite. Und deine linke Knie. Und hier kannst du auch deine Variation machen, vielleicht mit einem Block unter dein linke Pobacken, mit dem Fuß ganz näher zu deinem Becken oder vielleicht ein Stück nach vorne und atme hier tief ein, lange Rücken und wieder aus. Atmen, wandern mit beiden Händen nach vorne. Vielleicht deine Stirn bleibt auf einem Block vielleicht, auf die Matte und lass hier alles los. Entspanne deinen Unterkiefer, entspanne deine Hüfte, spüre die Dehnung in deine linke Pobacken und bring noch einmal deine volle Aufmerksamkeit. Deine Atem. Und mit jedem Ausatmen dein Bauch und dein Brustbein sinken sich tiefer Richtung Matte. Vielleicht dein Bauch kommt in Kontakt mit deinem linken Bein. Ein paar Atemzüge hier. Und langsam komm nach oben. Und bring deine rechte Bein nach vorne. Greif hier deinen rechten Fuß mit deiner linken Hand, rechte Knie mit rechter Hand. Mach lange Rücken, flex deinen rechten Fuß.
Deine Unterschenkel bleiben parallel zum Boden. Nach Flexibilität kannst du vielleicht deine Fußsohle in der Innenseite dein linkes Arm bringen und greif dein Bein wie ein Baby. Und atme hier tief ein und aus. Deine Schultern sind tief. Und du kannst auch gerne dein Bein rechts und links bewegen. Vergiss nicht deinen Rücken. Brustbein nach oben. Gut, und komm in die Mitte. Greif deinen Fuß mit beiden Händen und bring deine Knie unter deine rechte Achse hoch. Und atme tief ein hier und aus. Einatmen, dein Bein ein bisschen gestreckt nach vorne. Ausatmen, Knie und die rechte Flanke nach hinten. Einatmen nach vorne. Ausatmen nach hinten. Einatmen. Und der Schenkel bleibt ausatmen. Immer parallel zum Boden. Und aus. Und bring jetzt deine Knie in die Mitte. Dein Fuß vor dein Gesicht. Atme hier ganz tief. Ein langer Rücken. Mitte ausatmen. Streck deine rechtes Bein. So weit wie du kannst, wenn du hier bleibst, ist auch okay. Und tief ein und ausatmen. Spüre deine Kraft in deinen Rücken, die Dehnung in der Rückseite deiner rechten Wand. Und lass los. Bring jetzt noch einmal beide Fußsohle zusammen. Aber dieses Mal die Füße sind etwas 30 cm von deinem Becken weg und greif beide Fußgelenke. Atme tief ein, mach lange Rücken und mit der Rechte ausatmen. Bring deine Nase Richtung Füße nach unten, beuge deine Ellbogen nach außen. Greif deine Füße, wenn du magst, oder bleib mit den Händen in deine Fußgelenke. Und atme hier tief ein und aus. Vielleicht schaffst du, dass deine Stirn auf deine Füße liegt. Es ist okay, wenn dein Rücken rund ist. Und atme tief ein in deinen Rücken und aus. Noch eine Variation, die du hier machen kannst, ist deine Arme unter deine Beine bringen und greif deine Füße und hier kannst du ganz sanft deinen Oberkörper Richtung Matte drücken und noch ein paar Atemzüge hier. Entspanne noch einmal deine Unterkiefer. Und dann ganz langsam, komm nach oben. Nimm beide Füßsohle auf die Matte. Greif hier deine Kniekehle mit runder Rücken und ganz kontrollieren. Komm nach unten. Lege dich hier auf deinen Rücken. Und bevor wir in die Endentspannung gehen und in unsere Twist, wir machen den Balasana, den Happy Baby Pose. Bring beide Füßsohle nach oben, öffne deine Knie, sie können in die Flanke von deinem Körper kommen. Greif deine Füße von der Außenseite und drück jetzt dein Kreuzband fest auf den Boden. So, dein Rücken ist lang. Wenn dein Rücken rund ist, du spürst, dass du hast hier keinen Balance. Also dein ganzer Rücken in Kontakt mit dem Boden, Schulter weg vom Kopf, Schulterblätter ganz in Kontakt mit der Matte. Hier kannst du auch gerne
deine Füße mit einem Gurt greifen und egal wo du bist, mit der rechten, mit jeder ausatmen, du bringst deine Knie Richtung Boden und atme weiter tief ein und aus. Du kannst hier bleiben oder verschiedene Variationen probieren. Also gerne kannst du rechts und links schaukeln oder du kannst ein Bein strecken und wieder beugen und das andere Bein. Ein bisschen hier spielen mit Bewegung. Du kannst auch beide Beine strecken. Guck mal, genau diese Variation, wo du spürst, ah, hier ist meine maximale Dehnung. Hier kannst du kann ich noch ein bisschen arbeiten und deine volle Aufmerksamkeit bleibt immer noch bei deiner Atmung und vielleicht schaffst du deine Körper noch ein bisschen mehr zu entspannen. Und noch ein tief Atemzug hier. Bring jetzt deine Fußsohle noch einmal zusammen. Greif beide Füße mit beiden Händen. Tief einatmen, wieder ausatmen. Bring beide Füße so tief. Benutze die Kraft von deinen Armen. Dein Rücken bleibt lang. Dein Hinterkopf immer noch in Kontakt mit dem Boden. Und bleib hier noch 3, 2, 1 und lass. Bring jetzt deine Unterschenkel parallel zum Boden, Knie über die Hüfte, deine Arme auf die Matte, die Handfläche nach oben, gerne deine Ellbogen in eine Linie mit deiner Schulter und deine Ellbogen gebeugt. Tief einatmen, hier wieder ausatmen, beide Beine zu der linken Seite und der Blick nach rechts. Tief einatmen, wieder ausatmen, dein Bauchnabel nach innen. Tief ein und aus. Wieder einatmen, komm in der Mitte. Wieder ausatmen, beide Beine zu der anderen Seite, rechte Seite. Blick, linke Seite. Tief einatmen, hier. Ausatmen, Bauchnabel nach innen. Einatmen. Und aus. Dann mit der rechten Einatmen komm in der Mitte. Greif beide Knie, beide Hände. Ausatmen, drück deine Oberschenkel fest gegen deinen Bauch. Mach dich hier ein kleines Patschen. Gerne versteck deine Nase zwischen deine Knie. Und halte hier tief ein. Und aus. Einatmen. Ausatmen. Lass. Und komm in Shavasana. Deine Füße sind Huf bis Matte breit auseinander. Sie fallen ganz locker nach außen. Deine Arme an der Seite von deinem Körper, Handfläche nach oben. Und mach hier so viele Bewegungen, wie du brauchst. Und bequem auf deinem Rücken zu liegen. Atme noch einmal durch die Nase tief ein, auf deinen Mund aus, atme los, los. Und schließ deinen Mund und atme weiter durch die Nase. Jede aus, atme. Entspannst du deinen Körper. Entspanne jede einzige Muskel. Bleib hier mit ganz ruhiger Atmung. Mit geschlossenen Augen, vollkommen entspannt, aber wach. Und genieße deine Entspannung.
wenn du Zeit hast, bleib mindestens 7 Minuten in Shavasana, in deine Entspannung. 20 Minuten wären ideal. Und ich lasse dich hier. Vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald. Namaste.